Sechste Nacht, 12 Uhr. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's. Wir sind in der sechsten Nacht. Hier klingelt auch nicht mal das Telefon. Kommt mir gerade. Wir wurden in der letzten Nacht leider von der Ente vernichtet. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt auf die Reihe, die sechste Nacht zu überleben. Ich weiß nicht, auf was man hier achten muss. Aber da sind die Jungs links und rechts echt heftig unterwegs. Wir haben zu wenig die Lichter angemacht. Das müssen wir eindeutig öfter machen in dieser Folge, damit wir es schaffen. Eindeutig. Okay. Ah. Okay. Die Jungs, die bösen Jungs sind alle noch hinten. Okay. Wir müssen es hinbekommen. Der Teddy ist hinten. Foxy bewegt sich nicht. Die anderen beiden ignorieren uns auch noch gut. Okay. Kann natürlich sein, dass die Technik, die wir sonst immer benutzen, oh, jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn es jetzt auch endlich mal die Ente vernichtet hat. Okay. Ah, das ist nicht gut. Wieder alles schwarz. Ah, Teddy ist noch hinten. Okay. Und der Hase auch. Okay. Bin auf der sicheren Seite bis jetzt. Wir sind in der Safe Zone. Wir haben alles unter Kontrolle. Aktuell noch. Aktuell haben wir alles unter Kontrolle. Mhm. Oi, 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 oi. Oh, oh mein Gott, ey. Okay. Ich mach viel Scheiße gerade. Okay. Oh, diesmal nicht, Mann. Diesmal nicht. Schau, wie er uns anschaut. Schau ihn dir an. Teddy ist noch hinten. Okay. Ah, er ist weg. Er ist weg. Die Ente ist wieder in einem Zwischenkanal, wo wir immer hin und her switchen. Und da ist jetzt der Hase. Der böse Osterhase, ey. Die Ente ist wieder weg. Okay. Ich weiß nicht, wo die Ente ist, ich weiß es nicht. Wir haben 2 Uhr, 66%. Die Ente ist wieder da. Okay. Alles im grünen Bereich. Wir werden nicht erschrecken. Hoffe ich. Oh man. Oh man, der Teddy ist hinten. Oh, Alter, sicher nicht, weil da kriegt man jedes Mal eine Gänsehaut, wenn dieser Ton daherkommt. Jedes Mal. Jetzt ist sie wieder hinten. Okay. Okay. Ich bin nervös. Bin etwas angespannt. Es wäre doch schön, wenn wir das jetzt auch noch auf die Reihe kriegen würden, oder? Boah, Alter, sicher nicht. Du machst das nicht mit uns. Oh, jetzt sind sie beide Seiten. Jetzt sind sie auf beiden Seiten. Aber schon wieder weg. Auch schon wieder weg. Das haben wir gut ausgespielt gerade. Eindeutig. Okay. Haben sie alle noch unter Kontrolle. Nur mein Strom macht mir ein bisschen Angst. Die Batterie. 3 Uhr, 47%. Ah! Scheiße, und dann schmeiße ich so den Schmarrn raus. Aber Foxy ist auch echt in der letzten Nacht 5 und jetzt hier auch 0% aktiv. Wirklich gar nicht. Aber es ist halt auch ganz gut so. Ich sehe die Ente nicht. Wir sehen die Ente nicht. Thank you.
Wichser, ey. Okay. Ich hab gut aus, wir waren lang nicht mehr drin. Scheiße, er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Verdammt. Teddy ist unterwegs. Oh nein, ist hier gar nichts. Boah, Alter, Wahnsinn. Er ist immer noch da hinten. Okay, jetzt können wir ja zwischen den beiden hin und her schauen. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Oh oh. Ich weiß nicht, wo Teddy ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh oh. Let me eat you. Ah, okay, er ist wieder da. Okay. Er ist wieder da. Und jetzt wieder nicht. Oh mein Gott. Oh Mann. Alter. Was zur Hölle? Ich kann echt nicht lange an die Kamera schauen, ne? Das lassen sie nicht zu. Die Augen der Verdammnis, ey. Wie sie einen anschauen. Jetzt ist er da. Wieso ist er da jetzt? Das muss Teddy sein. Teddy ist nicht mehr dort. Teddy ist immer noch da. Okay. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Er ist immer noch da. Sehr gut. Schaut gut aus. Immer noch hinten. 17%, 4 Uhr. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, sehr angespannt, sehr angespannt. Wow. Wow, beide Seiten. Von beiden Seiten kommen sie daher. Okay, er ist wieder weg. Ja. Aber Teddy ist entweder immer noch da oder nicht. Ich weiß es nicht. Er ist immer noch da, sehr gut. Foxy ist ganz brav. Foxy ist ganz brav. 10% und 5 Uhr, Leute. Oh mein Gott, das schaut sehr gut aus, finde ich. Das schaut sehr gut aus. Okay. Oh mein Gott. Eieieiei. Das wäre doch der Traum, wenn wir das jetzt auch gleich schaffen würden. Dann können wir mit dem zweiten Teil anfangen, Leute. Kommt schon. Wow. Aber unsere Prozentzahl geht gleich flöten. Okay, wir gucken nicht mehr in die Kamera. Wir gucken nicht mehr in die Kamera. Gott. Alter, du flippst doch aus, Mann! Was hab ich für einen Lauf? Wir haben die sechste Nacht geschafft. Alter! Oh, Wahnsinn, ey! Leute, ich raste aus. Es gibt noch eine Nacht. Die Custom Night. Aber wir können den Schwierigkeitsgrad von den Jungs hochdrehen, oder wie? Also wenn wir jetzt halt bei allen den Schwierigkeitsgrad auf 10 hochdrehen. Alter, 20, es geht bis 20, Leute. Das machen wir alle auf 20, okay? Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. 20. Ja, ich würde es gerne starten. Siebte Nacht. Alle auf 20, extrem schwer. Oh mein Gott, Leute. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange wir am Leben bleiben werden. Aber lasst mich doch jetzt noch einmal schön reißen, oder? Was meint ihr? Es sollte uns doch jetzt schon einmal nochmal richtig reißen. Haben sie alle super schwer gemacht. Wir sind in der siebten Nacht. Und wir wissen ja, wie sie funktionieren.
Bin ich mal gespannt, wie lange wir bei dem Pfeifnetzunfall die zwei. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Bei Pfeifnetzunfall. Ist es keiner mehr da? Teddy ist unterwegs! Okay. Boah. Ich glaube, ich habe mir jetzt irgendwas in der Hand zerrissen. Auf jeden Fall, das war Five Nights at Freddy, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei Five Nights at Freddy 2. Bis dann. Servus. Then chances are you've made a very poor career choice.